Willkommen zurück zu Pokémon, die blattgrüne Edition. Ich stehe hier auf der wunderschönen Zinnoberinsel mit einem wunderschönen Haus, einer wunderschönen Villa, die aber leider nur von außen wunderschön aussieht und von innen ziemlich kaputt ist. Genau, und von riesigen Mengen Pokémon bevölkert ist, ne? Deswegen packen wir einfach mal gerade ein Topschutz hier hin. So. Dann haben wir genug Zeit, um das schöne Pokémon-Haus hier zu begutachten. Ich glaube, wir müssen mal hoch. Genau, da waren wir in der letzten Folge schon mal drin. Hallo? Na du? Ich finde keinen Weg nach draußen. Der einzige Irrgarten. Einfach nur die Treppe runter. Also noch ist es nicht sehr verwirrend. Genau, da waren wir in der letzten Folge schon mal und, hey, der Dieb Arnie, ne, der mit dem Glumanda, ach, wie schön. Ja, der. Ich weiß nicht, was der hier sucht oder, keine Ahnung, will der das Haus plündern oder was. Auf jeden Fall ist dieses Haus hier ziemlich, ich will's nicht sagen, aber es ist so, ne, es ist einfach scheiße, ich mag es nicht. So, was kommt jetzt? Glutexo, ja, und das wird auch geerdbeben. Gebebnet. Erdbebnet. Ja. Genau, geerdbebt. So. Ihr werdet noch früh genug erfahren, warum. Ne? In der letzten Folge, da habe ich zwar noch nicht. Da war das einzig Schlimme, dass alle paar Meter ein Pokémon kam. Aber das ist nicht das einzig Schlimme. Ne? Ja. So, bis dann. Gut. Hier ist nämlich ein versteckter Schalter. Ja. Genau, wer würde es nicht tun? Ja, ja. Und dann muss man immer gucken, welche Tür man aufgemacht hat und welche nicht. Das ist total schrecklich. Und da muss man sich hier den Weg freischalten. So, das war doch die Tür, oder? Die ich eben aufgemacht habe. Dann mache ich die jetzt wieder zu, oder was, ne? Nee, aber, die habe ich zugemacht. So, und hinter diesem Haus steckt auch eine kleine Geschichte. Tagebuch, 10. Juli. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Genau. Ich verrate nicht zu viel. Mit Hilfe der Tagebücher werdet ihr schon wahrscheinlich die ganze Geschichte erfahren. Tagebuch 5. Juli. Der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Jawohl. Und wenn das hinterher dann doch... Wenn das hinterher dann doch verwirrend sein sollte, kann ich es gerne nochmal aufklären. So, erstmal das aufsammeln. Calcium. Fein. Okay. Aber erstmal müssen wir den Weg hier rausfinden, beziehungsweise durchfinden. So, hier unten waren wir schon, da oben kommen wir nicht her. Genau. Okay. Ist der Schalter vielleicht auch dafür da, um da die Türen aufzumachen? So, mal gucken. Jetzt seht ihr vielleicht... Oh ja. Schön. Seht ihr vielleicht, warum dieses Haus so scheiße ist? Weil hier rechts war doch auch eine Tür, oder? Ja, aber die ist jetzt zu. Okay, da unten war ja sowieso nichts. Gehen wir erstmal hier hoch. Hallo? So, da ist noch nicht mal ein Buch, sondern nur ein Item. Schön. Eisen, aha. So, und hier ist eine Statue. Macht die Tür auf. Und da ist ein Forscher. Mein Mentor lebte einst hier. Fein. Hat er aber eine schicke Bude gehabt, ne? Also bevor es zerstört wurde und alles. Karel. Mit einem Magnetilo. Das wird mal, genauso wie das Glutexo und das Glumanda eben, einfach mal geerdbebt. Mein Gott, das ist schwierig auszusprechen. Geerdbebt. Ja. So. Ich hoffe mal, du hast nur Elektro-Pokémon, ja? Genau, noch Magneton. Wunderbar. Immer her damit. Wer hat noch nicht, wer will noch mal... Erdbeben. Fein. So ist das schön. So. Ja, ich habe zwar gerade den Schutz da eingesetzt, ne? Aber es gibt leider noch zwei Pokémon, glaube ich, die ich hier fangen will. Also eins auf jeden Fall, das andere weiß ich nicht, ob es auch hier auftaucht oder eben nicht. Keine Ahnung. Genau, und das muss ich dann eben nachher, wenn irgendwann mal der Schutz wieder zu Ende gegangen ist, dann muss ich mich mal auf die Suche nach diesem einen Pokémon begeben.
Ja, aber nicht jetzt. Jetzt werde ich noch weiter schön mit Schutz arbeiten. Denn jetzt ist mir das noch ein bisschen viel. So, hier geht's runter. Und da die Löcher in der Wand, die ihr sicherlich bemerkt habt, da geht es auch runter. Die werde ich aber ganz am Schluss, ganz zum Schluss, werde ich die runterhüpfen. Jetzt noch nicht. So. Dann kann ich ja jetzt wieder... Genau, kann ich ja jetzt wieder hier runter. Und, ah, mein Gott, ich hasse dieses Haus. Ah, schrecklich, echt. So. Und die Musik, ne, da kriegt man Kopfschmerzen, kriegt man da. So, okay, da ist noch so ein Dieb und ein Tagebuch. Tagebuch, 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Hallo. Dieses Gebiet hier ist riesig. Ja, also ist schon ein stattliches Anwesen, wenn es nicht zerstört wäre, ne? Simon, mit einem Och, wie schön. Wie sagt so ein hinterlistiger Freckel wie du eigentlich so ein schönes Pokémon? Erdbeben. Wir beben alles weg hier. So, reicht das? Das reicht. Wunderbar. Ja, tut mir leid, Vulnona, ne? Dass du so einem Freckel gehörst. Tschüss. Jo, bis dann. Ist aber schon freundlich, ne? Ach, toll. Tschüss. Top-Trank. Fein. So, geht es hier weiter? Nee, hier geht es nicht weiter. Ah. Nee, nee, nee. Wahrscheinlich müssen wir jetzt schon da runterhüpfen. Ich glaube. Ja, ja. Ja, ja. Sodle, genau, weil hier war ja nichts mehr, gell? Ich hüpfe da einfach mal runter. Ich hoffe, ich hüpfe an der richtigen Stelle runter. Da waren jetzt zwei Stellen. Nee, von hinten kann man das nicht, okay. So. Okay, ich hüpfe erstmal hier runter. Genau, zertrümmer mir die Kniescheiben. Wer bist du? Hier hat niemand etwas zu suchen. Wenn niemand hier etwas zu suchen hat, was suchst du dann hier? Ha? Ha? Merkst du was? Merkst du was? Ja? Erstaunst du, hä? Schaufler! In der Hoffnung, dass der sich jetzt in die Luft sprengt? Ah, schade. Weil dann könnte ich den Schaufler beim nächsten Pokémon einsetzen. Ja. Aber naja, dann ebenso. Auch recht. So, ein Smogmog. Ja, komm, da bleiben wir einfach mal drin. Ist doch eigentlich egal. Hallo? Steinhagel! Bam! Yeah. Ah, schade. Aber du schreckst zurück, das ist gut. Stärke! Schmeißen wir das Ding mal ein bisschen umher. So, fein. Und Level 48 für Veronica. Sehr schön. Autsch! Ja, genau. So. Hier kann man nicht runterfallen, ne? Nee, okay. Hat Carbon gefunden. Schön. So, da ist noch eine Tür. Ich glaube aber, dass die wirklich rausführt und dass wir dann den ganzen Schiss hier nochmal machen müssen. Ich hasse dieses Pokémon-Haus. Ja, gehen wir erstmal da runter. Da ist noch ein Büchelchen. Hallo? Wo bin ich hier gelandet? Im Pokémon-Haus auf der Zinnoberinsel. Ludwig mit einem Fukano. Oh, wie süß! Ja. Ja, ja, ja. Ach, immer dieses Bedroher. Steinhagel. Yeah. Reicht das? Jawohl. Ja gut, beim Volltreffer. Ich hatte nur Sorge, dass es wegen dem Bedroher vielleicht nicht ausreichen könnte, aber... Oh, und ein Pyonita. Mensch, wieso haben diese dreckigen Diebe immer so schöne Pokémon? Mensch! Weil wenn ich dann gegen die kämpfe, ja, dann muss ich die eine nach dem anderen zermatschen und das ist nicht schön. Das bereitet mir keine Freude. Ja? Autsch! Ja, das habe ich eben schon mal gehört. Okay. Tagebuch. 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wir konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen. Schade.
Schalter drücken, bitteschön. Dankeschön. So. Ein Item. Ja. Einmal umhergelaufen, das ist auch schön. So. Ja, den Schutz. Bitteschön, dankeschön. So, und dann nähern wir uns langsam dem Ende. Hallo, wer bist du denn? Hier wäre der ideale Platz für ein Labor. Ha, wenn du wüsstest. Hier war sogar mal ein Labor. Angelo mit einem Magnetilo. Lolo, J-Lo. Ha. So, Erdbeben. Genau, an J-Lo, ne? Ihr kennt doch bestimmt alle J-Lo, ne? Yeah. Ach ja, ist das schön. Noch ein Elektroball, von mir aus. Das wird auch mal mit einem Erdbeben attackiert. Walzer, ey. Bitte. Sonst hast du... Das war ein Volltreffer. 4 KP hat das abgezogen. Das war ein Volltreffer. Lächerlich. So. Ja gut, meine Pokémon sind ja auch wirklich langsam OP, ja. Was habe ich nur falsch gemacht? Du hast mich attackiert. Das ist ein Fehler gewesen. Okay, da ist versperrt. Hallo, da ist ein Schalter. Ja, mein Gott, da geh doch da vorne ran. So, Schalter gedrückt. Tür auf. Item ist mir. Blizzard. Das bringen wir doch direkt mal unserem Lapras bei. So. Aber ich frage mich, warum Blizzard in so einem Haus zu finden ist. Regentanz. Mache ich mal. Obwohl... Ah, Mist. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, das hätte ich kombinieren können mit... Naja. Egal. So. Hier habe ich ja nochmal Regentanz. Ich glaube, das kann ich auch... Genau. Ha, sehr gut. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ihr fragt euch jetzt sicher... Was soll das denn? Ja, aber das hat alles... Grund, ne? Denn wenn es regnet, dann trifft Donner immer, ja? Und wenn ich dann erst Regentanz einsetze und dann die ganze Zeit Donner, dann kann ich eine ganze Zeit lang eine ganz starke Attacke verteilen. Hallo, wer bist du? Ah, der Y-Öffner für die Arena. Sehr gut. Und ein Solarstrahl. Wunderbar. Ja, genau, was ich eben sagen wollte. Ich weiß nicht, warum man Blizzard hier in so einer Einrichtung findet. statt jetzt hier zum Beispiel Feuersturm oder sowas. Das würde hier besser passen. Und dann eher den Blizzard in die Seeschauminseln. Aber, naja. Ich habe das ja nicht zu entscheiden, ne? So, nochmal den Schutz, bitte. Und dann hüpfen wir mal, an der anderen Stelle runter, wenn ich es irgendwie schaffe, wieder hier rauszukommen. Ja, da muss ich, glaube ich, das Fluchtseil benutzen. Davon habe ich ja ein paar, wie es aussieht. Wo sind sie? Da, Fluchtseil, bitteschön. So, dann gehe ich nochmal rein. Flupp. Direkt wieder reingehüpft. So, und dann hier hoch. Und dann war das hier rechts. Ne, das war noch ein Stock höher, genau. Aber, hier hinten, glaube ich. So. Genau, dann Tor auf. Ja. Genau, da sind wir richtig. Und dann hüpfe ich mal hier runter. Plopp. So. Gehe ich mal hier hoch. Ist hier rechts was? Nein, da gehe ich mal hier weiter. Da ist noch ein Buch. Tagebuch, 5. Juli, da waren wir schon. What the fuck? Habe ich mich etwa verhüpft, oder was? Okay, dann nochmal das Ganze. Dann muss ich ja doch da hüpfen. Nein, nein, wissen Sie nicht, jetzt habe ich... Ich wollte den Topschutz benutzen und nicht den das Fluchtseil. Mano. Gut, war jetzt nicht die Welt, aber trotzdem. Oh Mann, das war unnötig.
Das war einfach unnötig. Topschutz. So. Ach, ich bin doch blöd. Oder war das hier oben? Achso, ja, natürlich war das hier oben. Oh Mann, bin ich dämlich. Genau, dann Schalter drücken. So. Dann hier hin. Oder war das... Ich gucke einfach nochmal. Weil hier in dem Haus, da gibt es noch etwas zu finden. Aber hier nicht, okay? Oh, die Musik. Die geht mir auf den Senkel, echt. So. Genau, dann nochmal den Schalter. Und dann muss ich einfach ein bisschen da durch die Gegend hüppen und dann früher oder später komme ich dahin, wo ich hinkommen will. Ah ne, hier muss ich ganz nach rechts, oder? Ich glaube schon. Ach Mist. Ich glaube, jetzt muss ich nochmal den Fluchtseil einsetzen. Ah. Und dann versuche ich es mal mit ganz nach rechts da an dieser Stelle. Ich glaube, da muss ich hin. Oder? Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es da noch etwas, was ich... Oder? Nee, Moment. Ich erinnere mich gerade. Ich glaube, in diesem Spiel gibt es das gar nicht. Also in diesem Haus. Oh Gott. Mache ich den ganzen Schiss jetzt hier umsonst, ja? Okay, ich kläre euch mal auf. Also, hier in dem Haus, dann gibt es, da gibt es normalerweise, oder da sollte es, das Lavados geben. Ne? Das dritte... legendäre Pokémon. Also das Vogel-Pokémon, das dritte legendäre. Ne? Wir haben jetzt Zapdos, wir haben Arktos und normalerweise müsste es da in dem Häuschen das Lavados geben. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass das Lavados woanders gibt. Ne? Je nach dem Spiel, also nachdem wir Champ geworden sind. Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ehrenhafter Trainer. Ja, wer es glaubt. Nachdem wir Champ geworden sind, geht das Spiel normalerweise weiter, ne? Da kann man so ein paar Inseln bereisen und dann kann man dies und das machen, aber das will ich alles nicht machen. Und auf einen dieser Inseln, da gibt es auf einem Berg das Lavados. Ich glaube, mich zu erinnern. Ne? Das war ganz woanders. Ich glaube, so war das. Genau. Dann hätten wir das da einfach, einfach gesucht und gesucht und gesucht und nicht gefunden. Ja, ich glaube, so war das, genau. Ja, sonst wären wir dem ja eben über den Weg gelaufen. Ich glaube, so war das, ja, genau. Okay, naja, schade. Dann, werden wir jetzt einfach hier den Orden uns schnappen. Und dann, ja, mein Gott. Fangen wir eben kein Lavados. Ist auch nicht so schlimm. Da muss ich nur überlegen, nehme ich Arktos oder Lavados, Arktos oder Zapdos in mein Team auf, ne? Das Bläuli oder das Gelbli? Ich ergebe mich. Ja, besser ist das. Muss ich nachher mal schauen. So, Schutz wirkt nicht mehr, das ist in Ordnung. Ne, ich kämpfe mit denen. Dann kann ich ein bisschen trainieren, zum Beispiel hier das Lapras, ne? So, komm mal her. Bitteschön. Was glaubst du, wie heiß der Feueratem eines Pokémon werden kann? Ach so, ja, verstehe. Aha, alles klar. Genau, dann machen wir noch schnell die Arena und dann, Ole! Nein, Ole heißt aber vermutlich der Streber. Genau, dann machen wir noch gerade schnell die Arena und dann ist das, denke ich mal, gut gefüllt. Ne, hier die Folge. Surfer! Genau. Überschwemmen wir mal diesen Fuchs. Das ist schön. Naja. Schon irgendwie schade, dass ich das Lavados nicht fangen kann. Aber ist ja nicht die Welt. Gibt Schlimmeres. Zum Beispiel arme kleine süße Feuerfüchse mit einer riesigen Tsunami-Welle zu überschwemmen. Das ist zum Beispiel schlimmer, ja. So, hältst du einen Surfer aus, mein Liebchen? Nö. Sehr gut. Dann können wir ja mit Tobias hier einfach durch die Arena uns schnetzeln, ne? Autsch! Heiß! Sehr heiß! Ah. Ja,
Ich habe versucht, dich mit meinem Surfer abzukühlen, aber das hat scheinbar nicht so ganz funktioniert. Ja, der Sinn hinter dieser Arena, gell? Ich kann ja beides machen. Ich glaube nicht, dass ich das hier noch machen kann. Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Genau, also wir können hier Fragen beantworten oder mit diesen Trainern kämpfen, aber ich mache einfach mal beides. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arena-Leiter. Lass uns beginnen. Wie geht's, Raum zu Softcon? Yo, tut es. Die Antwort ist richtig. Geh weiter. Jawohl. Genau. Aber ich mache, wie gesagt, beides, ne? Weil es Spaß macht. So, dann kann ich mit meinem Wissen ein bisschen angeben. Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort? Dann öffnet die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arena-Leiter. Lass uns beginnen. Gibt es 9 offizielle Pokémon im Orden? Nö. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Es gibt nämlich 8. Du. Hallo. Du hast keine Chance. Ich bin Pokémon-Profi. Ah ja? Dann weißt du doch sicher auch, mein lieber Streber, Olaf, dass man eine gewisse, Variation? Genau, eine gewisse Variation an Pokémon-Typen im Team haben sollte und nicht nur Feuer-Pokémon. Naja, aber du bist ja der Pokémon-Profi, ne? Mhm. Naja, du lässt dir wahrscheinlich nichts sagen von so einem Nicht-Pokémon-Profi wie mir, ne? Ja. Hm. Mal sehen, was er gleich als Ausrede parat hat. Das interessiert mich jetzt. Oh, armes Glumanda, hä? So, was kommt jetzt? Noch ein Vulpix. Wird auch mal gesurft. Yay. So, Surfer. Fein. Also diese Arena ist Gott sei Dank schnell vorbei. Ja. Da gab es andere Arenen, die mir ein bisschen mehr Sorgen bereitet haben. Wie zum Beispiel die Psycho-Arena. Ne? Aber die hier, die ist jetzt wirklich... Pff. Ja. Immer dieser Bedroher. So, Surfer. So, mein lieber Streber. Hä? Was sagst du jetzt? Und dieses verschmitzte Lächeln vom Tobias. Ne? Dieses... Mal gucken. Nein! Das war unprofessionell. Ja, war es tatsächlich. Du kannst meine Arbeitsweise nicht verstehen. Nee, tue ich auch nicht. Willkommen bei Pokémon Quiz. Weißt du, die richtige Antwort öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den entwickelt sich Quapsel 3-mal. Nö. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Wunderbar. Hallo. Ich setze mit Vorliebe Feuer-Pokémon ein. Und ich setze mit Vorliebe Pokémon ein, die gegen gegnerische Pokémon stark sind. Wie zum Beispiel Lapras, ne? Boris. Weißt du, mit einem Ponyta will der hier... Also, nee. Hier, Surfer. Oh, du bist schneller als ich. Hm, Wahnsinn. Surfer. Yeah. And everybody go surfing. In the USA. Woo! Wahnsinn. Du bist brandgefährlich. Ja, einverstanden. So, der nächste bitte. Willkommen bei Pokémon Quiz. Weißt du die richtige Antwort dann? Immer dasselbe. Lass uns beginnen. Sind Elektroattacken gegen Boden-Pokémon sehr effektiv? Nein. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Ich weiß, warum Pyro ein Trainer geworden ist. Ah ja, warum denn? Ich hoffe mal, ich krieg gleich so eine Art Hauptgewinn. Burkhard, hä? So ein, keine Ahnung, ein Auto. Oder eine Kreuzfahrt oder so. Surfer! Oder irgendwas Schönes. Irgendwas, ne? Außer so ein blöden Stück Metall. Irgendwas Tolles. Ich meine, ich beantworte jede Frage hier richtig, ja. Und zermatsche jeden Trainer, der mir hier in die Quere kommt. Also, ich finde schon, dass ich es verdient habe. Autsch! Ja. So, und der nächste bitte. Noch so ein Streber. Willkommen beim Pokémon Quiz. Du hast die richtige Antwort. Öffnet ist die da, je mehr Antworten. Lass uns beginnen. Unterscheiden sich 2 gleiche Pokémon mit gleichem Level? Ja. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Hallo. Ich war in vielen Pokémon-Arenen, doch diese mag ich am liebsten. Ah ja?
Weil? Warum denn? Erzähl mal, Rüdiger mit einem Vulpix? Ach man, diese Arena, die ist einfach zu einfach, ne? Surfer! Herrlich ist das. Macht doch Spaß, oder? So, und ich denke, wenn die, wenn das Video die halbe Stunde Marke erreicht hat, sind wir hier auch fertig. Vermutlich. Ja, ja, der Bedroher wieder. Der juckt mich sowieso nicht, weil ich eh den Spezialangriff verwende. So. Und ich dachte, Hunde könnten schwimmen. Tja. Wohl auch nicht alle, hä? Autsch! Du bist zu stark! Ja. So, und weiter im Text. Hallöchen! Ach so, ich dachte, der Arena-Leiter wäre schon hier. Na gut. Weißt du die richtige Antwort? Ist die Antwort falsch? Je mehr Antworten, Kampf gegen, lass uns beginnen. Ist TM28 die unglaublich starke, überall bekannte und berüchtigte Froschattacke? Nein. Das ist nämlich TM29. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Ja, die Froschattacke. Gegen Wasser kann Feuer nichts ausrichten. Stimmt. Deswegen habe ich auch ein Wasser-Pokémon vorne. Hey. Bin ich nicht klug? Ronny. Ronny. Klingt wie so einer aus Berlin-Kreuzberg, weißt du? Ich bin der Ronny. So, Surfer. Aus Berlin-Kreuzberg. Ach ja. Aber danach müsste eigentlich der Arena-Leiter kommen. So. Und noch ein Vulpix. Ach, und immer dieselben Pokémon, weißt du? Ach, nee. Surfer! Oh, gleich habe ich gleich... Gleich habe ich keinen Surfer mehr. Dann muss ich wohl mitten im Kampf mit dem Arena-Leiter auf Veronika umspringen. Oh, ich habe verloren! Na, wie kommt das denn, hä? So, Hallöchen! Haha! Ich bin Pyro, der Arena-Leiter der Sinnoh-Insel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest Feuerhalter parat halten. Und du solltest Beleber parat halten. Yeah. Ja, cool. Fukano hat er. Immerhin hat der Arena-Leiter noch ein paar andere Pokémon als nur Fukano und dies und das, ja. Ihr werdet noch sehen. So, Surfer! Ach, macht das Spaß, wenn man so überlegen ist. So, aber die gegnerischen Pokémon sind schon nicht schwach. Ne? 42, das ist schon... Ja, das ist schon, also... Ne? Das ist schon, also... Ne? Surfer! So, und jetzt müsste er einmal das haben und einmal das haben. Also das hat er auf jeden Fall, aber ob er das hat, weiß ich nicht. Aber das hat er auf jeden Fall. Okay, gut. Das hat er zwar nicht, aber dafür das, alles klar. Aber das andere, das hat er auf jeden Fall. Ich will ja nicht spoilern, ne? So, Galoppa. Mal sehen, wie sich auf einem bebenden Erdboden, galoppiert. Genau. Yay. Das müsste ausreichen und es reicht auch aus. Sehr schön. So, und jetzt kommt das Signatur-Pokémon von Pyro. Hoffentlich. Ich will's sehen. Komm schon. Komm her. Ach so. Na, okay. Boah, bin ich enttäuscht jetzt. Boah, ich bin so enttäuscht. Arcani ist zwar auch nett, ja, aber damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe eigentlich jemand anderes erwartet. Och, Manno. So ein schickes Magma, weißt du? Wow, hey, Vorsicht. Mein Gott. Ah, so ein Magma, das wäre jetzt toll geworden. Ach, Manno. Echt doof. Der wird uns jetzt wahrscheinlich mit dem Feuersturm oder mit... Ja, okay. Ach, Mann. Ich hätte jetzt zu gerne gegen Magma gekämpft. Das hat er auch im Anime gemacht, der Pyro, ne? Unser Arena-Leiter hier gegen Ash. Mit seinem fetten Magma hat er da gekämpft und... Das war episch, ja. Und jetzt kommt er hier mit so Arcani, ey. Tja. Komm schon, Veronika. Manno. Naja. So,
Ja, am besten holen wir Bernd raus. Das ist doch was. Nee, wir holen mal Tobias. Dann arbeiten wir einfach mit der Psychokinese. Gell? Wir können nämlich ganz gut den Feuersturm hier aushalten. Gell? Also so mittelmäßig aushalten. Ja. Psychokinese. Und, jawohl. Dankeschön. Dankeschön. Mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Vulkanorden redlich verdient. Dankeschön. Sehr freundlich. Aha! Der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. Feuersturm, Flammenwurf, Feuersturm. Feuersturm ist die mächtigste Feuerattacke. Nein, ist sie nicht. Allerdings ist sie gegen Wasser-Pokémon machtlos. Bis dann. Ja gut, also zu dem Zeitpunkt ist Feuersturm vielleicht eine der mächtigsten Attacken. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es hier schon Loe-Kanonade gab. Ich glaube sogar, Loe-Kanonade ist etwas stärker als Feuersturm. Somit hätte Pyro gelogen. Und hätte hier in diesem Quiz, was er von anderen erwartet, ne, dass die das alles richtig beantworten. Nein! Hätte er dann falsch beantwortet und hätte, ne, dies und das. Was willst du denn hier? Hä? Wenn das nicht Caro ist. Ich bin es, Bill. Oh, oh mein Gott. Ich habe gerade Bill mit Günni verwechselt. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du benutzt noch mein PC-System. Nun hör zu, da wir uns hier treffen, wie wäre es, wenn du mit mir kommst? Es gibt eine kleine Insel, tief im Süden, die Island 1 genannt wird. Noch, nee. Ein Freund hat mich eingeladen und ich bin auf dem Weg dorthin. Wie wäre es, hast du Lust mitzukommen? Nein. Wie? Du bist so beschäftigt? Nun gut, das Schiff hat noch nicht angelegt. Ich warte am Pokémon Center dort drüben auf dich. Hol mich ab, wenn du deine Geschäfte erledigt hast. Ja, meine Geschäfte beinhalten Champ zu werden. Ja. Nee, ich will nicht auf die Inseln. Das mag ich nicht. Das ist doof. So. Okay. Wunderbar, das haben wir geschafft. Dann laufen wir am besten mal hier hoch zu diesem Pier. Ja. Und dort geht es in der nächsten Folge weiter. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.